Ladies and Germany, ich hatte mal wieder eine ganz verrückte Erfahrung mit einer Wimpernverlängerung, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Wer meine anderen Videos kennt, weiß, dass ich Wimpernverlängerungen liebe, aber genauso hasse ich sie auch. Vor allen Dingen, wenn sie mal wieder mies gemacht sind. Bevor ich nach Italien gefahren bin, habe ich mal wieder den Drang verspürt, eine Wimpernverlängerung zu machen und habe mich dann auf die Suche gemacht, im Internet nach einer Wimpernstylistin hier im Raum Köln. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich nicht immer zur selben Wimpernstylistin gehe, bei der ich zufrieden war. In Köln ist es genau eine, bei der ich zufrieden war. Und der Preis dort ist 190 Euro für ein neues Set. Ich hatte das damals mit einem Groupon für 70, 80 Euro bekommen. Und bei 180 Euro muss ich leider los. Deswegen kommt sie nicht mehr in Frage und ich bin immer auf der Suche nach einer neuen Wimpernstylistin. Und falls ihr euch jetzt denkt, warum geht die Alte denn nicht dahin, wo alle Influencer hingehen? Die sind doch alle in Köln, die Wimpernstylisten. Ich war bei denen. Ich war bei allen. Und mein Anspruch ist gar nicht so groß. Ich will einfach nur, dass sie nicht nach einem Tag abfallen, dass sie nicht meine ganzen Wimpern miteinander verkleben, dass meine Wimpern danach nicht so stummelig nachkommen und dass es nicht wehtut. I mean, ist das echt zu viel verlangt? Und ich würde halt nicht gerne 180 Euro bezahlen. Aber sonst will ich doch gar nicht mehr. Also habe ich über die Internetplattform Treatwell nach einer Wimpernstylistin gesucht. Es wurde mir prompt ein Salon angezeigt, den ich dann natürlich auch mir genau unter die Lupe genommen habe, geguckt habe, was haben die für Bewertungen, was schreiben die Kunden, wie ist der Preis? Der Preis war echt gut, also für Kölner Verhältnisse. Es waren 70 Euro für Neuset 1:1 Technik, das heißt eine Wimper pro deiner eigenen Wimper. Und ja, also die ganzen Leute haben geschrieben, die finden es echt gut. Die hatten auch, wenn ihr das nach Sternen filtert, was ihr machen könnt, also nach Bewertungssternen von 5 bis 1, nur auf eine Dienstleistung. Ich habe es dann auf Wimpernverlängerung gefiltert. Und ja, es waren über 50 5-Sterne-Bewertungen und keine 0-Sterne-Bewertung und nur eine 2-Sterne-Bewertung. Und ganz ehrlich, ich bin voll drauf reingefallen und habe mir gedacht, gut, dann können die ja nicht schlecht sein. Dann mache ich jetzt da meinen Termin und habe mir den Termin gemacht. Bin dann mit der Essie kurz vorm Italienurlaub dahin. Einfach nein, Leute. Einfach nein. Also die Situation, wie da die Wimpern gemacht wurden und so, dazu will ich gar nichts sagen. Aber danach kriegst du ja immer einen Spiegel und ich gucke in den Spiegel und sehe schon so, hier in der Mitte meiner Wimpern, da stimmt irgendwas nicht, ne? Die sehen total strange aus und scheiße und stehen in komische Richtungen. Und habe sie darauf aufmerksam gemacht und daraufhin hat sie einfach eine Schere genommen, da dreimal reingeschnitten und dann war das Problem für sie gelöst. Und ja, sie waren auch nicht besonders schön. Wir hatten vorher genau besprochen, wie wir das haben wollen. Sie hat sich gar nicht dran gehalten, obwohl sie uns die Vorschläge gemacht hat, wie es am schönsten wäre für uns. Ja, whatever. Aber irgendwann sind wir dann los und ich dachte dann schon, ich weiß nicht. Ich hatte die ganze Zeit kein gutes Gefühl und es hat sich auch relativ schnell bestätigt. Ja, und dann, ein paar Wochen später, hatte ich echt viele Wimpern verloren. Das ist jetzt genau 3 Wochen danach. Ihr seht, meine eigenen Wimpern sind total stummelig und die angeklebten stehen einfach in alle Richtungen. Also, das ist doch echt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn ich das sehe, da könnte ich einfach schon wieder ausrasten. Also, Trauerspiel, da kleben einfach auf der anderen Seite auch 5 aneinander. An einer meiner eigenen Wimpern. Cool, danke. Jetzt, 2 Monate später, habe ich immer noch Lücken und immer noch stummelige Dreckswimpern, also meine eigenen. Und ich bin immer noch sauer und immer noch heartbroken und immer noch traurig über die ganze Sache. Weil ich finde es halt so krass, dass man 70 Euro für etwas bezahlt, was erstens schlecht ist und zweitens so einen langen Rattenschwanz an Problemen mit sich nachzieht. Ja, und so verging die Zeit und ich verlor immer mehr meine eigenen Wimpern und sie wurden immer stummliger und irgendwann war keine Fake Lashes mehr dran und ich sah halt einfach aus wie Scheiße. Aber Mäuse, ich weiß, dass dem einen oder anderen von euch auch so eine Situation widerfahren ist oder passieren könnte. Deswegen sage ich euch jetzt noch 6 Punkte, die ihr beachten könntet, wenn ihr in genau diese miese Lage kommt, in der ich schon so 1000 Mal war. Ihr werdet merken, ich habe selber auch nicht aus diesen Fehlern gelernt, aber ich hätte ein paar Tipps für euch. Vielleicht wollt ihr daraus lernen, ist euch überlassen. Auf jeden Fall kommen wir zu Punkt Nummer 1. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, die Wimpern sind nicht gut angebracht, es tut weh, sie verdrehen sich, I don't know, lasst sie wieder abmachen. Das Problem ist nämlich, wenn ihr sie dran lasst und dann wirklich wartet, bis sie von alleine abfallen,
Ja, dann wächst das Risiko natürlich, dass eure Wimpern kreuz und quer nachwachsen, nicht in ihrer richtigen Richtung nachwachsen, dass die kleinen Babywimpern gar keine Chance mehr haben nachzuwachsen. Der zweite Punkt, den ich euch ans Herz legen kann, ist auf jeden Fall, legt euch ein Wimpernserum zu. Ich verlinke euch unten eins, das kennen die meisten, die meinen Kanal kennen, kennen es schon. Aber es ist vegan und hormonfrei und ich finde es ganz gut. Also es wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass eure Wimpern sich von der ganzen Sache ein bisschen schneller erholen. Und das wollen wir doch, oder? Punkt Nummer 3, macht diesen Fehler nicht nochmal. Das heißt, geht nicht nochmal zu dieser Wimpernstylistin und lasst euch nicht mit Internetkommentaren verarschen. Ich vertraue ja diesen ganzen Sachen nicht mehr. Mein Tipp, geht zu Mädels, die eine schöne Wimpernverlängerung haben und fragt sie, ey, wo hast du es gemacht und bei wem hast du es gemacht? Oder ihr wollt, dass ich euch 190 € Wimpernverlängerung empfehle? Will ich aber nicht, weil das sehr geisteskrank in meinen Augen. Ja, der nächste Punkt ist, wenn ihr gar keinen Bock mehr auf eine Wimpernverlängerung habt, habe ich ein Video für euch schon vor einiger Zeit gemacht. Das werde ich dir hier oben verlinken mit Alternativen, die ich euch zeige, wie ihr auch ohne Wimpernverlängerung Spaß haben könnt. Checkt es auf jeden Fall aus. This is a very good video. I like this video very much. Und Punkt Nummer 6 ist wirklich einer der wichtigsten Punkte. Gönnt euren Wimpern auch mal eine Pause. Die Armen müssen ja auch erstmal wieder klarkommen nach so einer Misshandlung. Ihr süßen Mäuse, das war's. Schreibt mir gerne eure Horror-Stories in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was ihr so zu erzählen habt. Ich gehe jetzt noch eine Runde heulen und mache mir danach einen schönen Tag, den ich dir natürlich auch wünsche. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann, haut rein. Peace up, A-Town. Hey, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride.